ihr Lieben, und herzlich willkommen zum Buchmonat Juni. Wir haben jetzt heute den 1. Juli und ich hatte im Juni wieder sehr, sehr, sehr viel Lesezeit, so dass ich 19 Bücher beendet habe. Ich zähle noch mal ganz kurz nach. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 Bücher sind es tatsächlich geworden. Und ich muss leider sagen, da war nur ein Buch dabei, das nicht von Fester stammt. Also ich habe nur vom Fester Verlag gelesen. Nein, ich bin kein Fester Promotion-Kanal, aber ich habe in den letzten Jahren einfach so viel von dem Verlag verpasst. Und ich habe so eine Thriller-Phase, so eine Horror-Phase, dass ich ein Buch nach dem anderen von dem Verlag inhaliere. Das heißt, wen es nicht interessiert oder wer überhaupt nichts mit Thrillern und Horror anfangen kann, der kann leider gleich abschalten. Aber mich würde es natürlich freuen, wenn ihr dabei bleibt. Und ansonsten im nächsten Monat wird es ein bisschen anders laufen, weil ich mir jetzt vorgenommen habe, weil das Sub besteht ja nicht nur aus Fester Büchern. Ich habe einfach beschlossen, dass ich immer bewusst im Wechsel eins von Fester lese und dann immer bewusst ein anderes mit einschmeiße, weil sonst lese ich nur noch Fester und die anderen Bücher auf dem Stapel der ungelesenen Bücher, die weinen dann, weil sie einfach nie beachtet werden. Ja, verrückt. Ich fange mal mit dem Nicht-Fester-Buch an. Und zwar, da ist noch ein Spiegelaufkleber drauf. Das kann ich ja leiden. Runter damit. Und zwar ging es um Wir beide irgendwann von Jay Escher und Caroline Magler. Und Jay Escher kennt man von dem Buch und der ist gleichnamigen Serie, ist die gleichnamig, ich weiß es gar nicht, Tote Mädchen lügen nicht. Und mich hat das Buch damals sehr, sehr, sehr begeistern können. Viele ja nicht, ich weiß, aber mich schon. Und so musste ich auch das da haben. Und es geht einfach um, wie heißt die Protagonistin, um Emma. Die bekommt 96 ihren ersten Computer. Man lockt sich noch mit Modem ein, wer das noch kennt. Auch ich kann mich noch an diese Zeit erinnern. Und damals gab es ja noch gar kein Facebook. Aber auf ihrem Computer erscheint, ploppt die Seite eben auf, dass es sich bei Facebook, also bei ihr ploppt Facebook eben auf und zeigt sie eben in 20 Jahre später. Waren das 20 Jahre? Ne, 15 Jahre später. Genau, und da liest sie eben, was so aus ihrem Leben geworden ist, auf dieser Facebook-Seite. Total mysteriös, sie liest da ihre Zukunft. Und die möchte sie zum Teil natürlich auch gerne verändern, weil sie wohl mit ihrer Zukunft nicht so begeistert ist. Und ja, ich mache mal ganz kurz das Fenster zu, weil das ist nämlich zu laut. So, Fenster sind zu. Jetzt kann ich mich besser mit euch unterhalten, ohne das Gefühl zu haben, zu schreien. Wo war ich stehen geblieben? Ja, bei Facebook in 15 Jahren und der Status, der da gepostet wird und von dem sie nicht so begeistert ist. Ich fand es eine ganz coole Idee, sich selbst online in 15 Jahren zu sehen. Was ich ein bisschen erschreckend fand, war, was denn da alles gepostet wird. Also da werden Dinge gepostet, die würde ich jetzt nie auf Facebook posten. Also meine ganze Gefühlswelt und wenn ich irgendwie Streit mit meinem Partner habe und wie ich mich dabei fühle und Pläne und also da ist wirklich alles gepostet worden. Also würde mir jetzt nie einfallen. Gibt es aber vermutlich, also gibt es sicherlich, aber ja, in meinem Bekanntenkreis jetzt weniger. Ich fand es aber ganz unterhaltsam, auf jeden Fall. So, und jetzt kommen eigentlich nur noch Fester Bücher. Nicht eigentlich, es ist Fakt, es ist so. Und zwar habe ich gelesen von Richard Layman, Parasit. Ich habe hier eine Hardcover-Ausgabe, weil ich das günstig gebraucht erstehen konnte. Und das ist noch von der Edition Metzgerstein. Ist wohl von Fester mit herausgebracht worden damals, gibt es leider nichts mehr. Und das kann man aber als Taschenbuch noch erwerben. Und das war mein erstes Buch von Layman. Ich habe bisher jetzt nur eine Anthologie von Layman gelesen, also eine Kurzgeschichtensammlung. Und Parasit war jetzt mein erstes. Und mir hat es super gut gefallen auf jeden Fall. Es geht um
einen Parasiten natürlich, der sich in einer Stadt einnistet und derjenige, der diesen Parasit in sich trägt, der wird zu so einer Art kannibalischer Mörder, also richtig ekelhaft. Und dieser Parasit springt von Wirt zu Wirt. Und es ist aber jetzt nicht so, dass der Parasit die Leute da ewig ansteckt, sondern er springt selber immer weiter und wenn der Wirt dann quasi tot ist. Ja, fand ich echt ganz cool. Habe ich echt gerne gelesen. Und ja, das ist wirklich ein sehr, sehr guter Horror-Thriller gewesen. Hat mir gut gefallen. Ein bisschen ruhiger, mit so Gewaltspitzen drin. Nicht so die ganze Zeit Splatter, sondern wirklich toll. Ich habe auch noch gelesen, das Porträt der Psychopathin als junge Frau von Edward Lee und Elizabeth Steffen. Und muss sagen, davon war ich jetzt nicht so begeistert, weil es mir zu langsam losging und ich genervt war von den Protagonisten. Es geht darum, dass eine Journalistin Briefe von einer Psychopathin bekommt. Und diese Psychopathin, die ist eben Serienkillerin und mordet auf brutalste, bestialischste Art und Weise und foltert. Und die möchte ihre Geschichte veröffentlicht haben, dass ein Buch geschrieben wird oder ein Artikel. Und dazu schreibt sie eben Briefe an eine Journalistin, die viel über Frauen und Feminismus schreibt. Und sie fühlt sich eben verstanden von ihr. Und ja, und mich hat aber diese Journalistin ganz ehrlich genervt und ich fand den Schreibstil ein bisschen zäh, kann ich schon sagen. Also ich bin da ganz schwer in dieses Buch reingekommen. So das letzte Drittel war dann spannend und ich habe es auch durchgelesen, weil ich dann trotzdem wissen wollte, wie es weitergeht. Aber war für mich jetzt eins der schwächeren Bücher. Hat mir jetzt nicht, konnte mich nicht überzeugen. Was mich dann wieder positiv überrascht hat, war Vampirjäger von Lehman. Und zwar geht es um, jetzt muss ich nochmal die Namen googeln, wollte ich jetzt schon sagen, nachspicken. Genau, es geht um Sam und Cat. Sam hat eine Jugendliebe gehabt, ja, und das ist natürlich schon lange vorbei. Und die Cat eben, und die steht aber eines Tages vor seiner Tür und er bittet seine Hilfe und er soll ihr dann beim Ermorden eines Vampires helfen. Und ja, genau, das ist so, so geht das Buch los. Und ich habe gedacht, das wird jetzt richtig grausam, blutrünstig, horrormäßig. Aber es war sehr lustig und humorvoll, weil die beiden, die tappen von einem Fettnäpfchen ins nächste, ziehen eine Katastrophe nach der anderen nach sich. Und das hat so ein bisschen den Touch, ja, wie soll ich sagen, wie wenn ich jetzt einen umbringen müsste. Ich würde mich auch total dumm anstellen beim Morden und beim Entsorgen der Leiche. Und so die beiden eben auch. Und ja, die Dialoge von den beiden, die sind recht einfach gehalten. Und manchmal auch echt doof, wo ich mir dann denke, ja, die könnte man ein bisschen kürzer halten. Aber hat sich super leicht weglesen lassen und hat mir wirklich Spaß gemacht, dieses Buch. Dann ging es weiter mit einem sehr, sehr, sehr grandiosen Buch. Und zwar von Brian Keene, Leichenfresser. Ich habe das Buch auf Empfehlung gelesen, weil ich mag so Zombie-Bücher eigentlich nicht so gerne. Und ich habe auch immer noch nichts von Walking Dead geschaut, weil ich Zombies einfach wahnsinnig langweilig finde, die nichts anderes zu tun haben, außer zu fressen und vor sich hin zu verwesen und zu röcheln. Und das finde ich einfach sinnfrei und langweilig bis jetzt. Und das ist mir aber empfohlen worden. Es ist der Sommer 1984. Tommy und seine Freunde, die haben erleben da ihren Sommer in den 80ern. Da ist auch noch alles so ein bisschen anders. Die Eltern sind strenger und
die Freunde, die sind total verschieden. Also jeder hat so seine Probleme. Während Tommy sehr behütet aufwächst, wird der eine von seinem Vater geschlagen, der andere hat Probleme mit seiner alkoholkranken Mutter. Und nebenbei treibt aber ein Ghoul sein Unwesen auf in dieser kleinen Stadt, wo sie da sind. Steht das da? Nee, steht jetzt nicht da. Und finde ich total interessant. Also ich finde es total toll, welche Abenteuer und welche Probleme die drei Freunde eben bestehen. Und gleichzeitig im Hintergrund spielt sich diese Geschichte ab, dass eben dieser grausame Leichenfresser auf dem Friedhof sein Unwesen treibt. Und ein total toller Roman, Thriller einfach, der schon seine Gewaltspitzen hat auf jeden Fall, aber nicht so, also ich finde die Geschichte außenrum einfach total toll. Die konnte mich sehr, 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 sehr begeistern. Also 10 von 10 Punkten für dieses Buch, also fand ich echt klasse. Dann ging es weiter mit einem Buch, das hat mir nicht so gut gefallen wieder, oder so halb gut. Ich muss dauernd aufstoßen. Es geht um Incubus von Edward Lee. Und die Grundgeschichte, die ist echt toll, geht um eine Künstlerin, die sich selber finden will. Und ach, ich lese einfach mal ganz kurz den Klappentext. Die Malerin Veronika Polk sehnt sich nach Liebe und Inspiration für ihre Gemälde. Als sie von einem attraktiven Gönner zu einem Workshop auf dessen Landsitz eingeladen wird, scheint für sie ein Traum in Erfüllung zu gehen. Doch in der Abgeschiedenheit lauert etwas Böses, das nach ihrem Fleisch hungert. Ihre erotischen Wünsche fordern den höchsten Preis, den ein Lebender zahlen kann. Er liebt dich zu Tode. Ja, Veronika ist eigentlich mit einem Polizisten zusammen und macht aber dann mit ihm Schluss, weil sie sich dann nicht mehr vollständig fühlt. Und bei dem Workshop denkt sie, dass hier eben die Erleuchtung kommt, keine Ahnung, und dass sie künstlerisch eben vorankommt. Und ja, das entwickelt sich dann alles so ein bisschen in eine ganz andere Richtung. Nebenbei treibt auch noch ein Serienmörder sein Unwesen, der eben auch Frauen foltert, wo der Polizist, mit dem sie zusammen war, ermittelt, und dann schließt sich irgendwie der Kreis. Das merkt man auch als Leser ganz schnell. Die Geschichte an sich fand ich echt grandios, die fand ich wirklich gut und auch spannend, aber zwischendurch ist so Künstlergerede, so philosophisches Künstlergerede, wo ich mir denke, ich schlafe gleich ein beim Lesen. Das interessiert mich einfach nicht. Das war sehr langweilig. Und deswegen hat mir das Buch nur halb gut gefallen. Richtig gut hat mir gefallen Der Sommer, als ich starb. Dazu erzähle ich jetzt nicht mehr viel, sondern poste euch einfach den Link der Videorezension in die Infobox. Und genauso geht es weiter mit Babydoll. Ich erzähle auch nicht mehr viel darüber. Ich kann nur sagen, das Buch, das war wie ein Unfall, bei dem man einfach nicht weggucken kann. Genau, habe ich auch schon rezensiert. Auch dazu der Link in der Infobox, weil sonst kommen wir hier nicht mehr voran. 7 Tage Rache von Patrick Senegal, das werde ich noch rezensieren. Also die abgedreht ist es schon, es ist nur noch nicht hochgeladen. Geht um den Vater einer Tochter, einer 7-jährigen Tochter, die ermordet und vergewaltigt worden ist. Und dieser Vater, Bruno, der bekommt den Mörder seiner Tochter in die Finger und schwört 7 Tage der Rache. War sehr spannend, war sehr gut, hat mir grandios gut gefallen, und da kommt auch noch eine Videorezension dazu. Nur halb gut gefallen hat mir Nightwear, und das ist ein SM-Thriller, die Nightwear, die totale Unterwerfung von John Everson. Und auch dazu folgt noch eine Videorezi, abgedreht ist sie schon. War recht interessant, war eigentlich schon so das, was ich von einem guten SM-Thriller eben erwarte. Grausam, brutal, sexistisch natürlich. Ja, aber dieses Mystische, das nimmt so einen mystischen Touch an,
Den fand ich einfach überflüssig. War aber für andere Leser, das habe ich schon in Erfahrung gebracht, genau das, was sie eigentlich an dem Buch toll fanden. Deswegen, ich sage einfach, die Geschmäcker sind verschieden. Aber auch da folgt noch eine Videorezension. Und da habe ich auch schon eine Videorezension abgedreht. Ist auch, glaube ich, noch nicht online oder könnte schon online sein. Videorezi folgt in der Infobox. Und zwar purer Hass von Ross James White. Ja, tolles Cover, wie ich finde. Geht um einen Serienkiller, der etwas gestört ist. Und wir wissen auch, wer der Killer ist. Und beziehungsweise die Polizei weiß, was der Killer vorhat, wer der Killer ist, wo er sein wird. Aber dieser Killer ist einfach nicht zu stoppen. Malcolm ist einfach wie ein Orkan, der mordet sich bis an sein Ziel, bis zu seinem Ziel hindurch. Sehr, sehr, sehr krasser Thriller. Hat mir so gut gefallen, habe ich so schnell weggelesen. Also Wahnsinn. Dann, jetzt weiß ich nicht, kennt ihr The Texas Chainsaw Massacre? Ich fand den Film damals richtig klasse. Diesen Hinterwäldlern, die alle Touristen ermorden. Ich fand ihn echt klasse. Und so auch diese zwei Bücher. Das waren mal wieder zwei Extrembände. Von Tim Miller. Einmal Willkommen in Hell Texas. Und Zurück nach Hell Texas. Geht um den Ort Hell in Texas. Oder Hell Texas. Und vier College-Studenten, die machen eben da auch einen Roadtrip, werden eingesammelt von einem einheimischen Korb, der Meinung ist, sie haben da unbefugtes Land betreten. Und dort werden sie eben gefoltert und verstümmelt und massakriert. Und so geht das dann auch im zweiten Band weiter. Und es wird nochmal so ein Extremvideo auf jeden Fall folgen, wo ich ein bisschen näher drauf eingehe. Also, es war so rasant, es war so spannend und gleichzeitig so gut und blutrünstig. Totale Splatterbücher konnten mich sehr, sehr, sehr begeistern, alle beide. Dann ein Buch, wo sich die Geister ja scheiden. Das Buch, das hasst man oder das liebt man. Und zwar ist das von Matthew Stokoe, ich weiß es nicht, wie man den ausspricht, und zwar Kühe. Es ist sehr ekelhaft und es ist sehr brutal und es ist sehr verstörend und hat einen sehr seltsamen Schreibstil. Ich konnte damit sehr viel anfangen, mich hat das Buch begeistert. Es geht um, wie heißt er denn, der gute Mensch? Heißt Steven, er ist 25 Jahre, er ist etwas zurückgeblieben und lebt noch zu Hause bei seiner Mutter und der fängt auch als Metzger dann an in einem Schlachthaus für Kühe. Also es ist wirklich nichts für zart Besaitete, absolut nicht. Würde auch gut in die Extremreihe passen, das Buch. Und er erlebt da mit seiner Mutter so einige ekelhafte Dinge. Die beiden hassen sich abgrundtief, sie hasst ihn schon seit der Geburt und dementsprechend hasst er sie natürlich auch. Und ja, eines Tages beginnen im Schlachthaus, in dem er arbeitet, die Kühe an, mit ihm zu sprechen. Ja, wie gesagt, also das ist wirklich kein Buch, das irgendjemand mittelmäßig findet. Wenn man sich so die Bewertungen auch anschaut im Internet, entweder man hasst und man liebt es. Und ich habe es sehr gemocht, aber es ist auch sehr verstörend und ekelhaft und auch so ein bisschen gesellschaftskritisch. Es ist Geschmackssache. Ich habe sowas in der Art noch nie gelesen und fand es klasse. Dann habe ich etwas gelesen und ich fange jetzt wirklich langsam so an, mich für Zombies und Endzeitgeschichten zu begeistern. Immer mehr, da ist der Fester Verlag dran schuld. Und zwar habe ich gelesen von Tim Coran Verseucht. Die ganze Welt ist, wie der Titel schon erahnen kann, verseucht und genau von atomarem Regen und Strahlung und die Welt ist total am Eskalieren. Es gibt auch nicht mehr viele gesunde Menschen
Und ich schaue bloß gerade nach dem Namen. Rick heißt er. Der hat überlebt. Und wir erleben in dem Buch einen Roadtrip eben durch diese Zeit, durch diese Welt. Und es ist total eklig, was die Strahlung mit den ganzen Kreaturen auf der Erde so gemacht hat. Also von Tieren über Menschen, über sich gegenseitig infiziert oder an der Strahlenkrankheit erkrankt oder am Ebola-Virus. Und es ist echt brutal, was Rick da alles mitmachen muss. Und ich fand das Buch grandios. Ich fand es wirklich grandios und habe mich auch sehr geekelt bei diesem Buch, muss ich sagen. Ich muss aber dazu sagen, ich komme mit Insekten und Würmern, finde ich schwierig bei mir. Aber jeder hat so seine andere Sache, wo er sich besonders vorekelt. Dann habe ich gelesen. Das habe ich als E-Book gelesen, musste aber jetzt als Printausgabe diese Woche noch bei mir einziehen. Das habe ich Anfang des Monats gelesen, eben als E-Book, und zwar Longmire oder der erste Band der Longmire-Reihe Bittere Wahrheiten. Leider weiß ich, dass ich jetzt mindestens ein halbes Jahr, weil dieses Jahr kommt der zweite Band nicht mehr raus. Ich weiß nicht, wie es nächstes Jahr ausschaut in der fester Planung. Muss ich jetzt ewig warten auf die Longmire-Fortsetzung oder also auf das nächste. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich habe gedacht, das ist ein Cowboy-Western, bla, so à la Bonanza, so ein Roman, und damit kann ich ja gar nichts anfangen. Habe mir dann mal die Leseprobe zu Gemüte geführt, weil jeder eben gesagt hat, ja, die Serie, die wird in den USA schon so gefeiert und die ist total toll. Kann man leider nur kaufen bei Amazon, aber auch nur als Stream. Also kann man jetzt nicht bei Netflix oder so gucken, leider. Das hätte mir sehr gefallen, dann hätte ich die Serie nämlich auch geschaut. Und ja, und dann habe ich die Leseprobe eben angefangen und bin total drauf hängen geblieben. Es geht um den Longmire, der ist Sheriff. Und man findet eben eine Leiche in dem Ort. Ich muss mal schauen, wie heißt der Ort. Sehr gut recherchiert, ne? Habe mich sehr gut vorbereitet. Ich vergesse immer Namen so gerne. In Absaroka County. Das kann ich mir auch nicht merken. In Wyoming auf jeden Fall. Er ist dort auf jeden Fall Sheriff und es wird dort eine Leiche entdeckt. Und er ermittelt jetzt natürlich, wer der Mörder des jungen Cody, heißt er, glaube ich, ist. Und dieser Junge, der da aber ermordet ist, der hat Jahre zuvor mit seinen Freunden ein Indianermädchen geschändet und ist da ziemlich glimpflich davongekommen, was die Strafe betrifft. Und ausgerechnet, dieser wurde jetzt ermordet und Longmire ermittelt da natürlich. Ich fand das total toll. Longmire ist so ein cooler Charakter einfach. Der ist so irgendwie so melancholisch, schwermütig. Und trotzdem direkt und kommt mit sich selber nicht so gut klar. Und ich mag den Charakter einfach total. Also wirklich richtig gutes Buch, richtig gute Stimmung. Dann habe ich eine Sammlerausgabe gelesen, die konnte ich mir relativ günstig erstehen. Ich weiß gar nicht, ob man das Cover dann so in die Kamera halten kann. Ich mache es jetzt einfach mal. Und zwar ein Hardcore-Klassiker steht hier drauf: Heather von Edward Lee. Auf Englisch kann man das überall erwerben im Internet, auf Deutsch leider nur bei Festa und nur diese teure, teure Sammlerausgabe, Header. Und es geht eigentlich in diesem Buch, das hat auch nicht viele Seiten, das hat so 140 Seiten und hätte auch gut in die Extremreihe gepasst und ist der erste Band einer Trilogie. Und es geht eigentlich die ganze Zeit nur darum, um Hinterwäldler, die sich ab und zu mal einen Header gönnen. Und wir als Leser finden auch relativ schnell raus, was ein Header eben ist. Und ja, darum geht es so in diesem Buch. Sehr blutrünstig, sehr böse. Und ja, für alle, die gerne die Sammlerausgaben haben möchten, wie gesagt, die kann man sich leider wirklich nur teuer. Also vielleicht hat man auch mal Glück. Ich hatte ein bisschen Glück. Kann man sich wirklich nur noch erwerben auf eBay etc. Und alle neuen Sammlerausgaben
Die sind mir sicher, weil ich habe ein Abo abgeschlossen und dazu folgt auch mal noch ein Video, wo ich das mit den Abos nochmal genau erläutere. Ja, dann folgen noch zwei Bände und zwar die neuesten aus dem Fester Verlag. Ich habe gelesen Die Schlaflosen und von Graham Masterton, wahrscheinlich spreche ich es falsch aus mal wieder. Und ich muss sagen, dieses Buch hätte ich nicht in die Hände genommen, wenn ich es nicht abonniert hätte. Und ich habe mir gedacht, ich lese das einfach mal an und bin dann aber auch so hängen geblieben. Der Autor kann es so gut schreiben. Ich bin einfach ein Verpackungsopfer und mich spricht das Cover nicht an. Und dann habe ich gedacht, so mystischer Quatsch und keine Ahnung. Es geht auf jeden Fall um die O'Briens. O'Briens hießen sie so. Die werden aus einem Wrack geborgen. Er ist oberster Richter oder ist gerade nominiert worden als oberster Bundesrichter. Und seine Frau, die sind eben gerade auf dem Weg zu dieser Ernennung. Und die beiden werden aus einem Hubschrauberwrack geborgen, das abgestürzt ist. So, jetzt kommt aber relativ schnell raus, dass die vermutlich nicht bei diesem Absturz ums Leben kam. Gut, wir Leser wissen sowieso, wie das ist. Das erfährt man nämlich gleich im ersten Kapitel. Aber es geht bei der Versicherung um eine sehr, sehr hohe Summe, die eben Mord ausschließt. Und Michael ermittelt eben oder soll eben für diese Versicherung ermitteln, ob die ermordet wurden oder ob die bei diesem Hubschrauberabsturz eben zu Tode gekommen sind. Und wir als Leser wissen, dass die grausam verstümmelt wurden. Also sind sie definitiv nicht bei diesem Hubschrauberabsturz ums Leben gekommen. Und so zieht sich das so durch das Buch, was mit den beiden wirklich geschehen ist. Und das ist so spannend, es baut sich so langsam auf und ist so spannend. Man liest sich von Kapitel zu Kapitel und kann einfach nicht aufhören. Also hat mir richtig, richtig gut gefallen und deswegen, ich bin froh, dass ich es gelesen habe. Und ich habe den Monat gestern Abend noch beendet mit Verrottet von Brian Smith. Das ist der allerneueste aus dem Fester Verlag. Ist ein Zombie-Apokalypsen-Roadtrip. Ja, ich fange an, auf Zombies zu stehen. Ich finde das Cover total genial, gefällt mir richtig gut irgendwie. Finde ich echt, das wirkt sehr schön. Geht um, wie heißt er denn schon wieder, der gute Mensch? Noah. Noah, also die Welt, die ist schon mal total tot. Also es gibt vermutlich kaum noch überlebende Menschen. Alles vorbei, es gibt noch ein paar Zombies und ansonsten ist Schluss. Noah hat aber überlebt. Er lebt ganz einsam in einer Hütte, in irgendwelchen Bergen und da säuft er sich um den Verstand, kifft sich um den Verstand und ist da total alleine in seiner Hütte. Und irgendwann steht seine Schwester Aubrey vor der Tür und er merkt, wow, warum hat die überlebt? Und er wundert sich auf jeden Fall total, dass sie überlebt hat und er denkt, wenn sie überlebt hat, haben vielleicht auch noch andere Menschen überlebt, zum Beispiel seine Jugendliebe Lisa. Und und er macht sich dann auf die Suche nach ihr. Er hält es auch da oben auf dem Berg nicht mehr aus, weil, wie gesagt, um den Verstand gesoffen. Und ja, und so erleben wir eben diesen Roadtrip durch diese Zombie-Apokalypse und durch diese Zombie-Welt. Und so gut gemacht, so gut geschrieben, hat mir wirklich richtig gut gefallen. Ich habe die meist relativ kurzen Kapitel einfach nur inhaliert. So, und jetzt ist Schluss damit. Ich starte jetzt den Monat Juli nicht mit einem Fester Buch, sondern mit einem Jugendthriller und danach jetzt natürlich wieder weiter mit Fester. Also ich wechsle da jetzt immer ein bisschen durch, damit ich eben auch mal andere Bücher von meinem Sub weggelesen kriege. Ja, was war denn euer Lieblingsbuch im Juni? Das würde mich mal interessieren. Schreibt es mir gerne in den Kommentaren. Gebt mir einen Daumen nach oben, wenn euch das Video gefallen hat. Und ich sage tschüss, bis zum nächsten Mal. Bye!